Hallo Leute, da sind wir wieder bei Mass Effect Andromeda. Wer jetzt hier gedacht, ja, wir suchen immer noch die gute Ruth Becker. Ich glaube, sie hieß Ruth Becker. Die ist da lang verschwunden. Da ist ihr letztes Bild, was wir gefunden haben. In der Zwischenzeit, sieht gruselig aus. Habe ich mein Inventar leert, falls ihr hier mal guckt. Objektlimit ist nur bei 48. Vorher war es halt ziemlich hart auf, glaube ich, 140 oder so. Jetzt habe ich schon wieder die Konsole geöffnet. Danke, brauche ich nicht. So, jetzt ist bloß die Frage, in welche Richtung Ruth Young ist. In welche Richtung ist dann Ruth Young, Mann? Kann ich das irgendwie sehen? Ja doch, was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Das Vortex. Ja, aber ich würde ja nur wohl nicht... Warte. Kommandozentrale. Einfach in die Kommandozentrale. Wer weiß. Verurteilter Mörder Milken Rancis wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen haben. Das ja. HNS mit den aktuellen... Haben sie wohl recht. So, scannen wir immer nach hinten, um zu gucken, wo die Ruf ist. Ah, guck mal, Ruf Becker, Ruf Beckers Aufenthaltsort. Achtung an das gesamte Personal. Ja, aber die ist doch nicht mehr in der Andockbucht, die Alte. In den Hydrokulturen... Kannst du doch gerade verfolgt. Sicherheit gewaltsam beendet wurde. Zahlreiche Beteiligte wurden dabei verletzt. Grund für die Eskalation war die Forderung der Demonstranten, bei der Stase auf... Wer weiß, vielleicht hat sie ja umgedreht, deswegen gehen wir nochmal hier gucken. Das war HNS. Waffenhändler, wir haben Waffenhändler, Panzerungshändler, nie. Ach guck mal, der Scanner kann Ruth Beckers Bewegungen jetzt wieder erfassen. Da. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Alte lang ist. Schluck auf. Na toll. Ich werde unterdrücken. Die Angara sind Überlebenskünstler und bereit, uns zu helfen. Sie werden großartige Verbündete abgeben. Mit wem redest du? Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Okay, hier oben waren wir noch nicht, war, aber hier ist auch kein Ruf. Dude, Ruf Becker. Fahrt die Tier ab. Ist bloß die... Na gut, im Tech-Labor wird es ja wohl nicht sein. Das wäre fast schon die richtige Richtung. Dann gehen wir doch mal gucken, da in das komische Bumslokal, was wir da hatten. Nicht langsamer werden, schneller, 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 schneller! Schneller! Los! Siehst du, da hat sich das Spiel gerade selbst verraten. Deswegen gehen wir jetzt da hin. Ja, bestimmt voll saufen. Ihr Scanner kann Ruth Beckers Bewegungen jetzt wieder erfassen. Ja, ich würde ganz bestimmt nicht hierbleiben. Guck mal, im Vortex im öffentlichen Bereich der Bar, Nexus-Information, Crew, komm. Ist Ruth Becker hier gewesen? Nie von ihr gehört. Ist Ruth Becker hier gewesen? Ey, Lexi, stimmt, Lexi ist ja hier am Start. Entschuldigung, haben Sie zufällig Ruth Becker gesehen? Ich weiß nicht, wer das ist. Okay, Lexi, holen wir uns gleich. Dutch Smith, der wird ja wohl was wissen. Hallo, ich bin Scott Ryder. Haben Sie zufällig Ruth Becker gesehen oder mit ihr gesprochen? Later Valen. Sie suchen Ruthie. Sie war vorhin hier. Hat mir bei meinem Papierkram geholfen. Ich weiß gar nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Wie geht es ihr? Wie kommt sie zurecht? War sie okay? Sie sah gut aus und hat sich gefreut, hier zu sein. Ist alles in Ordnung? Charlie, geht das doch gut, oder? Es wäre eine Katastrophe für sie, wenn ihm etwas zustoßen würde. Alles bestens. Alles okay. Ich muss nur mit ihr reden. Dann ist's ja gut. Oh, gut. Jetzt war ich doch glatt besorgt. Sie müsste irgendwo in der Kommandozentrale sein. Sie wollte jemanden besuchen. Terron, glaube ich. Danke. Terron war doch der Dude, Hey, Liam. Machen Sie mal Pause, Pathfinder. Das braucht jeder. Jo, Terron war doch der Typ, der die Apex-Leute fertig hat, oder? Da sind Sie ja. Suchen Sie nach dem Sinn des Lebens? In einer Flasche? Ja, machen mehrere, ja. Sie wären nicht die Erste, die dort danach sucht. Alkohol liefert einem nur selten Antworten. Warum sind Sie dann hier? Was denn? Darf ich nicht auch mal ausspannen? Mir ein bisschen Spaß gönnen? Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.
Es ist nur... Nur was? Sie wirken nicht, als hätten sie Spaß. Ah, ich bin auf Omega aufgewachsen. Da sollte man eigentlich annehmen, ich wüsste, wie man trinkt. Was ist wirklich los? Phoebe denkt, mir würde nichts an der Crew liegen. Sie ist der Meinung, sie alle wären für mich nur Experimente. Glauben Sie auch, dass ich sie so sehe? Seit wann interessiert Sie denn, was Phoebe denkt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir das jemand gesagt hat. Genau genommen hat mir jeder meiner Ex-Freunde etwas Ähnliches vorgeworfen. Deshalb habe ich auch erstmal genug von Beziehungen. Das ist also der wahre Grund, warum Sie meine Einladung zum Abendessen abgelehnt haben. Nicht, weil ich nicht Ihr Typ bin. Ja, ich meine nein. Wechseln Sie nicht das Thema. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Ich weiß, Ihnen liegt etwas an uns, ja. Sie würden wohl kaum in dieser Bar Trübsal blasen, wenn Sie uns nur als Experimente betrachten würden. Ich blase nicht Trübsal, aber Sie haben recht. Danke, Ryder. Ich sollte wieder zurückgehen. Und was wird aus Ihrem Wein? Den hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Gut, konnten wir Lexi helfen, das ist doch schon mal nett. Dann geht's jetzt weiter mit Terran in der Nexus-Kommandozentrale sprechen. Dem guten alten Terran. Terran. Ja, so eine Geräusche macht man mit dem Laufen, ich jedenfalls. Dafür kein Geschick, bin alt. Nee, hier bin ich gar nicht so alt. Das bin ich leider ja nicht, nee. Kommandozentrale. So, wo haben wir den Dude denn? Der müsste ja irgendwo hier sein. Da ist der Terran. Der Terran, wo ist denn der Terran? Da sind die, da hinten ist ja der Terran. Da ist der Terran. Hallo Terran. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Oh, du bist eine Frau. Hallo, mein Name ist Ryder. Sie sind Terran, richtig? Ja, was liegt an? Ich suche Ruth Becker. War sie hier? Ja, ist noch gar nicht lange her. Sie sah nicht besonders gut aus. Oh. Definieren Sie nicht besonders gut. Ich weiß nicht. Ich bin keine Expertin, was Menschen angeht, aber sie hat sich komisch benommen, verstehen Sie? Sie wollte sich um die Sicherheit ihres Neffen kümmern und ist dann mitten im Satz weggerannt. Phase 2. Wir haben über die Shuttles geredet. Vielleicht ist sie zu den Docks. Ich überprüfe das. Danke. Sam, Paranoia ist doch das Hauptsymptom des zweiten Stadiums von TH-314, richtig? Korrekt. Im dritten Stadium wird das... Jetzt red doch einfach weiter, du Arsch. Ich hör dich, du bist in meinem Kopf. Oh, so eine Fehler sind so dumm. Die müssten nicht sein. Bei einer Expedition nach EOS im Pythias-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Belisaria Bissell, die Nexus, erhält eine Wache. Wir sollten einen Arzt rufen, der sie... Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Ich habe hier einen Shuttle repariert, als plötzlich diese Frau aus dem Nichts auftauchte. Sie schlug mir auf den Kopf und nahm das Shuttle. Beim Start hätte sie mich fast noch gegrillt. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie hingeflogen ist? Ich wette, sie hat bei der Aufsicht kein Ziel angegeben, bevor sie abgedüst ist. Das ist Wahnsinn. Was geht hier vor? Warum macht jemand sowas? Ich finde sie. Keine Sorge, ich bringe sie zurück. Gut, danke. Können Sie mir sonst noch etwas sagen? Ich war gerade mit dem Schneidbrenner am Rumpf zugange, als sie mich schlug. Interessiert mich nicht. Sie hinterlässt eine fette Strahlungsspur. Das ist gut. Mich vielleicht doch. Sehr gut. Damit kann ich etwas anfangen, danke. Stufenaufstieg, Level 36. Unsere Scanner können die Emissionsspur des Shuttles verfolgen, richtig? So, wie bestätigt das? Okay, wieder zurück. Ich habe übrigens offscreen auch noch gelevelt, und zwar alle Charaktere. Alle sowas, was halt öde ist. Habe ich weggeballert. Ich habe mir zwei neue Schiffchen geholt. Quasi Dinger für meine Kabine. Die können wir uns auch gleich angucken, weil wir haben ja jetzt anscheinend ein Planetensystem irgendwie als Modell. Ich weiß halt immer noch nicht wo, aber höchstwahrscheinlich auch in unserer Kabine. Gucken wir uns mal an.
Nachdem wir natürlich die gute Ruth bekommen haben. So, Suvi. Ich bin bereit, mit Ihnen über den Catch-Transmitter zu sprechen. Ah, so viel passiert. Wie geht's? Nix. Ich sollte mich wieder nicht. An die Arbeit machen. Gut. Aber natürlich. Wie geht's? Nix. Läuft. Okay, Galaxiekarte benutzen. Ich muss einer Strahlungsspur folgen. Kann mir jeder sagen, wie, wo, wann? Ah ja, Kadera, Seuche, da. Genau, erstmal schön wegzischen. Wie so kaltes Bier schön wegzischen. Tikunis, warum kommt mir das so bekannt vor? Es wurde nach der Tikunis-Expedition benannt, die ersten Salarianer, die die Citadel erreicht haben. Es muss schwer sein, diesem Namen gerecht zu werden. Ich empfange etwas. Okay. Sonde gestartet. Sam hat mir die Daten über das Shuttle gesendet. Ich habe unsere Scanner justiert, sodass wir es verfolgen können. Geben Sie einfach den Befehl. Na denn los. Ja, komm, überspringen. Diese Strahlungsspur passt zu dem Shuttle, das wir verfolgen. Ja, das ist schön, aber das ist nicht das, was wir wollen. Anomalie geortet. Okay, weiter. Hoffentlich hat das noch was mit dem Shuttle zu tun. Anomalie gefunden. Komet, okay. So, Komet interessiert mich ja auch gerade nicht, weil ich will die alte finden. Obwohl der schick aussieht. Platinvorkommen, nehmen wir doch gerne mit. Cool. Ah, nein. Zu weit. Also nochmal drauf. Wlup. So, Mosino. Können wir überspringen? Mach mal locker. Weil wir wollen scannen. Ihr habt nichts zu scannen, sagt sie. Schade. Dann scannen wir Vinviaco. Und da Vinvaiko. Kann mir den Namen leider nicht schnell noch durchlesen. Ich weiß. Ziemlich läppisch von mir. Anomalie auf den Sensoren. Oh, was soll man machen? Sonde gestartet. Ich habe leider keine Ahnung, wie die alte hieß. Wissenschaftlicher Überwachungssatellit übermittelt keine Daten mehr und wurde anscheinend durch ein langsames Absinken der Atmosphäre des Gasriesen beschädigt. Also einer von unseren Satelliten. Gut zu wissen. Mosives. Die heißen alle ziemlich gleiche Planeten, ne? Ist ja auch nicht schön so. So, was haben wir hier? Nix. 57% Forschungsbonus, Forschungsfortschritt, Mosiba. Wer hat die Planeten denn benannt? Das wüsste ich gern. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich habe da echt keinen Plan von. Anomalie auf den Sensoren. Das ist ja nice. Sonder das ist King Kupfer. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Brillium! Das wollen wir ja noch auf dem anderen Planeten holen, auf Kadera. Slova. Slowakei? Slowakei. Der jute Kai. So, 85% wieder nischt für uns. Dann haben wir jetzt nur noch H523. Wäre lustig, wenn sie mit H523 also dahin geht mit der Krankheit T314. Oder so ähnlich. So, jetzt sind wir auf 100% und nun? Soll ich jetzt das blöde Raumschiff? Strahlungsspur. Klickt da ja nochmal drauf. Ich muss sie ja nur irgendwie finden, die Alte, ne? Warte. Wir haben ja eindeutig jetzt hier die Strahlungsspur, ja? Wir sehen's. Können wir jetzt nie nachvollziehen, in welche Richtung sie gezischt ist. Sondern wir sehen bloß, dass sie da war. Was mir ja so überhaupt nicht weiterhilft. Ach nee, guck mal, die ist ja einfach zu einer anderen Welt. Einfach durch. Lang.
Dachte sich, ach, was soll der Scheiß? Einfach durch, ja. Gut, dann reisen wir jetzt zum nächsten Planeten. Wir müssen diese Frau finden. Und zwar schnell. Wir werden sie höchstwahrscheinlich abschießen. Das heißt, hier gibt es überall Piraten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Mhm. Anomalie geortet. Ja, eine Strahlungsspur? Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ja, okay, Mineralienvorkommen ist genauso gut wie ein Asteroid, wie eine Strahlungsspur. Was sind das denn für eine Mineralien? Graphit. Nehmen wir wohl mal mit. Dann Dubraki. Dubraki, voll Pokémon. So ein Pokémon-Name. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Ein Riesenriss. Erhalte Scandaten. Oh, 270 EP. Einfach nur, weil wir scannen. Anomalie geortet. Ach, noch eine. Okay, dann dürfte das hoffentlich... Bitte lasse das Shuttle sein. Ich habe etwas gefunden. Was denn? Sagst du es mir? Sagst du es mir? Sagst du es mir? Sag es mir! Die Strahlung ist identisch. Okay, sie ist in diese Richtung. Gut, sie weiß auf jeden Fall, wo es lang geht. Das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir eine Quest, ja. H315. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob da, wie das jetzt gerade aussah. Ich habe gerade so ein Blackout. Ob die mit dem Ausrufezeichen jetzt die sind, die wir noch nicht hatten, oder ob das jetzt irgendwelche Missionsdinger sind, der ist. Sehr cool. Zaubray, da würde ich wohnen. Da ist immer Gewitter. Ich mag Gewitter. Gewitter ist irgendwie geil. So, überspringen. Wenn wir jetzt die Scan entkennen, können wir auch weitermachen. Wisst ihr? Dann machen wir doch richtig. Anomalie geortet. Wo denn? Das ist wieder Kupfer. Unterwegs. Komm, Kupfer. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Easy. Langsam kennt man seine Pappenheimer, wa? So 80%, denn Eladen. Gucken wir uns Eladen mal von außen an. Wir wollen natürlich nicht drauf landen. Mensch, sieht aus wie eine Erde. Und nischt an Anomalien. Ist nicht schlimm. Wir suchen weiter, wo die Alte sein könnte. Das können wir jetzt wieder nicht überspringen, weil wir ja nun ein Planetensystem wechseln. Aber es ist ja nicht schlimm, wir haben ja Zeit, ne? Ja, mehr Zeit, da ist nicht irgendeine Verrückte, die Physik die ganze Welt anstecken will, das ganze Universum. Die Signale von dem schwarzen Loch sind unglaublich hier draußen. Das Lied der dunklen Seite der Schöpfung. So ich sieht's aus. So, das dürfte jetzt auch ein Scheißding sein. Ich habe etwas gefunden. Das Raten hier sind wir noch nicht. Überspringen. Die Strahlungsspur passt zu den bisherigen Scans. Das ist unser Shuttle. Ach, ist da ja. Nee, hier ist kein Shuttle. Hätte ja sein können. Tut mir leid, hab mich halt verguckt. H205. Muss ich jetzt mal an. Wie gesagt, ich bin halt so. Ja, sagt man Perfektionist? Ja, man sagt Perfektionist, der eigentlich alles auf 100% haben will. Deswegen nehme ich halt jeden Planeten mit, weil es halt nicht viel Aufwand ist. Auf den Sensoren. Werd jetzt natürlich so weit wie die dämlichen Random Quests. Dann werdet ihr so was anderes. Also. Sind ihr ja bloß ein paar Planeten, die wir scannen? Bitte lasse das Shuttle sein. Bitte lasse es sterben. Es erscheinen Überreste Aufklärungslandschiff der Kett. Schade. Schade. Schinkenwurst. Zack, überspringen. Anomalie auf den Sensoren. Na, gucken wir uns an, war. Wieder ein Riss. Sonde gestartet. Anomalie Erfahrung. Gefunden. Ein Fluss. Oh, ein schöner Fluss. Ein ganzer Fluss auf einem Planeten. Oh, damit der mal nicht reicht, war. H444. Schöner Name. Wer will denn auf H444 leben? Kein Mensch will auf H444 leben. Ach so, Anas. Oder Ansa. Anassa.
Oder so ähnlich. Ich glaube, das Planetensystem ja ist anders. Ja. Keine Anomalie. Keine Anomalie. Ja, anders heißt das Ding hier. So, das dürfte jetzt der letzte Planet sein, den wir jetzt erkunden. Wo wir hinreisen. Jedenfalls von diesem System. Und dann mal gucken, wo die alte schon wieder hingebraust ist. Weiß ja mal keiner. So, 100%. Gehen wir hier jetzt wieder raus. Solche Solminai. Natürlich sucht sie sich wieder irgendein System aus, wo wir noch ja nicht waren. Könnte uns hier ärgern, ne? Also warum sollte man da eine Chance auslassen? Durch unsere Reisen gewinnen wir langsam einen besseren Überblick über die Geißel. Ich frage mich, ob das nur in Helios so ist oder überall in Andromeda. Das ist die Frage, ne? Gucken wir uns gleich an. Und zwar mit gleich, meinte ich eigentlich erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. In der nächsten Folge schnappen wir uns die alle auch mal und dann killen wir sie.